Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns an den Light and Free Joghurt von Danone in den Sorten Kokosnuss und Erdbeere. Es gibt noch Heidelbeere und Pfirsich und die waren jetzt irgendwie im Angebot für 1,50 vier Stück, 4 x 115 Gramm, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und da dachte ich, nehme ich die mal mit. Regulär kosten die irgendwie 2 Euro und das sind jetzt quasi, es ist jetzt nichts Neues, es ist einfach eine neue Marke, die man rausbringt, die irgendwie hip sein soll. Lebe light and free, ein Lebensgefühl. Die Erdbeere hat jetzt hier neuerdings Kopfhörer, irgendwelche hippen Teenies oder jungen Erwachsenen, ebenfalls mit Kopfhörern natürlich und vor allem die großen Kopfhörer. Heutzutage gilt es auffällig zu sein, wobei ich habe die auch, weil die Sony einfach gut sind, diese, ne, die XM3. Aber ja, die 4er habe ich noch nicht. Ich will sagen, also das ist jetzt hipper Joghurt, es ist nichts Neues. Er ist einfach nur fettärmer und ein bisschen zuckerärmer und man soll damit light and free leben. Ne? Snowboarden zum Beispiel ist auch so ein Lifestyle-Ding. Jetzt, was fehlt denn hier eigentlich noch? Hier fehlt jetzt sowas wie Slacklinen. Ich wette, bei der Sorte Heidelbeere sind so 2 Heidelbeeren drauf mit einer Slackline dazwischen. Und dann, ja, so ein Scheiß. Wenn es um gesunde Ernährung geht, sollte jeder seinen eigenen Weg gehen. Deswegen, also nichts gegen Slackline, ne? Ist bestimmt lustig, ich würde mich auf die Fresse legen. Ich will nur sagen, das irgendwie so zu vermarkten, finde ich persönlich blöd. Aber da sitzen Marketingleute, die wahrscheinlich 10-mal so viel verdienen wie ich im Jahr. Von daher, Gott, die werden es wissen. Wenn es um gesunde Ernährung geht, sollte jeder seinen eigenen Weg gehen. Deswegen haben wir einen Joghurt kreiert, der leckeren Geschmack mit guter Ernährung verbindet. Genieße unseren leckeren Light-Joghurt, frei von Zuckerzusatz und Fett, enthält Protein und vollen Geschmack. Natürlich enthält er Protein. Wenn man kurz drauf gucke, auch nicht viel mehr als anderer Joghurt. Aber man kann es draufschreiben, ist natürlich auch wichtig. Wir gucken die uns jetzt mal zusammen an. Regulär, habe ich gesagt, ich glaube 2 Euro regulär. Im Angebot 1,50, ja, das kann man durchaus machen, wie ich finde. Gucken wir mal drauf, was drin steckt. Das Beste für zum Schluss. Kokos kommt gleich, aber hier wird sicherlich nicht großartig was anderes drin sein, beziehungsweise umgekehrt. Nutri-Score A, Erdbeere. Also hier seht ihr nochmal, was so draufsteht. Die hippe Erdbeere und die Zutaten haben wir hier unten. Entrahmte Milch, soweit bekannt. Es sind sogar 12% Erdbeeren drin. Das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. Oligofructose, Stärke zum Abbinden drin. Modifizierte Maisstärke auch zum Abbinden. Modifiziert heißt, dass die Stärke, ich sag jetzt mal, chemisch oder mit anderen Prozessen bearbeitet wird, dass sie einfach noch bessere Eigenschaften hat. Dann färbendes Karottenkonzentrat, damit man eben noch mehr Röte reinbekommt. Verdickungsmittel, nochmal Pektine, Carrageen, also hier ist viel drin, was das Ganze ein bisschen dicker machen soll. Säureregulator, Natriumcitrat, Milchsäure drin. Interessant, dass gar keine Bakterien hier drin sind, die den Joghurt herstellen. Interessant. Also nur die Milchsäure drin, statt die Milchsäure und Bakterien. Das ist ja komisch. Da muss ich mal kurz was gucken. Da bin ich wieder. Ich musste jetzt hier ewig lang recherchieren im Internet. Ich habe den Danone Kundenservice angerufen, 10 Minuten mit einer sehr netten Dame gesprochen. Und Achtung, sehr löblich, der Kundenservice bei Danone. Ich wollte nämlich wissen, und zwar Folgendes. Wie gesagt, ich war verwirrt, dass hier keine Bakterien erwähnt sind, sondern nur die Milchsäure. Ich gebe zu, deswegen musste ich mich informieren, weil ich das nicht weiß. Meine Vermutung war, dass die hier einfach, ich sage jetzt mal, punchen und statt Bakterien zu benutzen, um das Ganze anzusäuern, was ja länger dauern würde, weil die Bakterien müssen ja auch erstmal wachsen und arbeiten, kippen sie einfach nur die reine Milchsäure rein, damit das dick gelegt wird. Denn die Milchsäure ist ja das, was die Eiweiße zum Gerinnen bringt und dadurch wird es dick. Wobei sie wohlbemerkt ja hier auch trotzdem noch viele Bindemittel drin haben. Habe ich so auch noch nicht gesehen bei einem Joghurt. Aber gut. Und ich dachte, statt dass sie eben die Bakterien reinmachen, die dann die Milchsäure produzieren, ne, und das dicklegen, kippen sie einfach nur die Milchsäure rein. Zumindest, also ich wundere mich nach wie vor, ehrlich gesagt, trotzdem, dass es so hier draufsteht. Aber andererseits würde ich jetzt mal vermuten, dass es dann auch nicht Joghurt heißen dürfte, wenn die keine Bakterien reinmachen würden. Ich habe aber angerufen, die haben mir gesagt, ja, es ist wohl so, dass sie das nicht draufschreiben, weil sie den Activia damit mehr hervorheben. Weil bei Activia sind ja diese zusätzlichen Joghurtkulturen drin, die extra alle erwähnt sind. Und das ist halt deren Markenzeichen, sage ich jetzt mal. Und wenn man jetzt bei allen anderen Produkten dann auch Joghurtkulturen draufschreiben würde, was man dann offensichtlich wohl nicht muss, dann würde quasi das Activia so ein bisschen aufgeweicht werden. Wobei bei Activia natürlich extra nochmal welche drin sind. Aber das ist so der Grund, warum jetzt hier nur die Milchsäure draufsteht. Ich finde es trotzdem komisch, aber das ist der Grund. Okay, die Zutaten habt ihr gesehen, so ungefähr, wie gesagt, viel drin, ne? Es wird ja auch mit Süßstoff noch gesüßt, Vitamin ist ein bisschen zugesetzt, Aroma und hier oben habt ihr Nährwerte, 0,5, ist ja eigentlich Kokosnuss drin, oh tatsächlich 0,6% Kokos.
Kokosnuss ist drin, Kohlenhydrate, wirklich nicht so viel Zucker, Eiweiß 5 Gramm und ja, es ist kein Eiweiß zugesetzt, sondern kommt dann hier direkt aus der entrahmten Milch. Ach nee, guck mal hier, ich schreibe sie auch drauf, Joghurt aus entrahmter Milch. Das würde dann wahrscheinlich schon implizieren, dass in diesem Joghurt das ja schon verarbeitet wurde. Ah, das kann natürlich auch sein, dass man so lesen kann und dass sie dann nur im Nachhinein nochmal extra so ein bisschen Milchsäure zugeben. Nun gut, wir schauen jetzt mal drauf, wie viel Erdbeere hier noch drin ist. Ach, das hatten wir gesehen, 12%, sorry. So, jetzt haben wir es aber. Also, Nährwert habt ihr gesehen, ne? Hier ist ein bisschen weniger Fett drin, weil keine Kokosnuss drin ist. Und jetzt schauen wir in den Joghurt rein. So, Kokos. Gibt es übrigens auch in den USA, da gibt es auch Greek Style und sowas. Enthält Protein und vollen Geschmack, frei von Zuckerzusatz. Ja, sieht aus wie ganz normaler Joghurt. Becher nicht gerade voll, so bis hier ungefähr, fehlt erstmal so ein Fünftel. Riecht sehr gut, muss ich sagen. Den Erdbeer gucken wir uns auch noch an. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, regulär kostet tatsächlich 1,99. Ich habe jetzt 2 € bezahlt, 1,49 bezahlt. Hier verhältnismäßig mal ein bisschen mehr Stücke als woanders. Jetzt aber auch nicht voll mit Erdbeere, aber soweit, so gut. Jetzt muss er nur noch schmecken. Ich würde sagen, ich fange an mit Kokos, habe ich ja, glaube ich, auch gerade gesagt. Das Beste für zum Schluss, habe ich es gerade gesagt, Kokos? Ich meine Erdbeere. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Manchmal, wenn man so konzentriert ist, so ein bisschen diese ganze Sache hier zu bespaßen, dann kriegt man manchmal nicht mit, was man sagt. Also, oder wenn man so ein bisschen aufgedreht ist. Erdbeere. Riecht sehr intensiv nach Erdbeere. Mhm. Er hat so ein bisschen diese Süßstoffsüße, ein bisschen zu krass, muss ich auch sagen. Der erinnert mich so ein bisschen vom Geschmack. Oh doch, der ist too much von allem. Too much Süße, too much Erdbeeraroma. Sehr künstlich. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, was mir gefällt. Natürlich zwei, dreimal so schöne Erdbeerstücke drin. Der ist also recht cremig, schmeckt es auch nicht wie so ein Magerjoghurt. Da haben die gut so ein bisschen mit rumgespielt, mit den Bindemitteln und so. Oh. Der ist zu süß und der hat zu viel Erdbeeraroma. Ansonsten ist er gut, aber er erinnert mich an diese Optiwell, diese schwarze Packung. Ist das Optiwell? Diese Viererpacks. Da erinnert er mich irgendwie so ein bisschen dran. Also, es ist auch nicht so viel drin. Für 2 € würde ich die niemals wieder kaufen. Und auch 1,50. Ist okay. 1,50 ist okay. Aber geschmacklich ist der jetzt wirklich nicht so geil. Sorry, es ist zu viel Süßstoff drin. Und zu viel Erdbeere. Aroma. Ist nicht so geil. Schauen wir mal, was der hier kann. Boah. Der ist schon besser. Der hat zwar auch diese sehr intensive Süße, aber dieses Erdbeeraroma ist nicht so krass. Hier ist natürlich auch Aroma drin, man schmeckt das. Ab und zu so kleine Kokosflocken, aber ganz wenig, ist nicht viel drin. Ja, kann man essen, ist jetzt aber auch nicht, wo ich mir denke, wow, kaufe ich mir das öfter. Tja, schade. Ist zumindest mein Fazit zu den Light and Free. Wenn ihr sie schon mal probiert habt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Wie gesagt, ich bin... sorry, es ist zu viel. Ich frage mich auch gerade, ob es keiner probiert bei denen. Weil es ist einfach too much. Es ist too much. Erwähnenswert, Papierbanderole kann man ein bisschen besser recyceln. Aber so, nö. Also, ist Geschmackssache. Wenn euch interessiert, kauft ihn euch bitte. Ich werde ihn mir nicht nochmal kaufen. Aber ansonsten, ja, fällt mir. Der Kundenservice ist gut bei Danone. Ruft an. 24 Stunden haben die sogar offen. Ich werde das mal irgendwann vielleicht ausprobieren. Einfach mal nachts anrufen und fragen. Hören Sie mal. Ich lag hier gerade so im Bett, so nachts um 3 und habe mir überlegt, wie machen Sie eigentlich Ihren Joghurt? Können Sie mir das erzählen? Irgendwie sowas vielleicht. Gut, okay, das war's. Adieu und ciao.